was ich alles weiß. Ah, das ist schön. Nee, in erster Linie freue ich mich unheimlich auf das Spiel. Nicht nur ein paar alte Kameraden zu sehen, sondern ja, es ist generell mein erstes Spiel gegen Union tatsächlich. Ich habe, bevor ich zu Union gegangen bin, nicht gegen Union gespielt und damit ist es jetzt auch eine Premiere. Ja, eine doppelte Premiere mit der Heimpremiere hier. Wird ein interessantes Spiel, wird ein heißer Fight. Ich denke von beiden Mannschaften, wie der Trainer schon angedeutet hat, eine sehr athletische Mannschaft, die uns einiges abverlangen werden oder so gut wie alles. Ja, das ist eine absolute Spitzenmannschaft in der Liga, die hier mit breiter Brust auflaufen wird. Und ich denke, da müssen wir auch im Gegensatz zum letzten Spiel noch eine Schippe draufpacken. Aber alles, was ich jetzt in den anderthalb Wochen, die ich hier bin, sagen kann, ist, dass wir auf jeden Fall das Potenzial haben, uns noch deutlich zu steigern. Die letzte Woche war ruhig. Ja, da kam nichts hier bei Unterschrift, als das bekannt wurde. Da kamen dann schon so ein, zwei Nachrichten, dass ich die Jungs drauf freuen, ja, gegen mich, ja, und mir vielleicht einen einzunetzen. Aber ich habe ihnen angedroht, dass ich nicht mal mit denen reden werde, wenn die hier ein Tor schießen. Von daher gehe ich davon aus, dass sie sich da im Zaun halten. Nee, die Gegner kann man sich nicht aussuchen. Ne? Aber wie gesagt, ein Spiel, auf das ich mich freue. Ich werde mich da nicht weiter von beeinflussen lassen, dass ich mal für den Verein gespielt habe. Ne? Was zählt, sind wir im Moment. Ja? Wir brauchen die Punkte im Moment nötiger, als Union das braucht. Ne? Ich wünsche den Eisernen alles Gute, dass sie am Ende aufsteigen. Aber ich hoffe, dass sie das ohne die Punkte gegen uns machen.